ein weiterer. Ja, wohl ein weiterer. Wir gucken uns alles mal an. Rundflug. Diesmal mit der Baron, der Standard Baron. Und das erste ist ja immer, mal gucken, wie gut kommt das hier runter, was wird ausgelesen. Tom Kyler, Jim Gregory, Beechcraft Baron B58, das ist die Default Baron bei X-Plane 11. Ja, erzähle ich jetzt einfach mal so. Was haben wir hier noch zu? Ich habe ja nicht umsonst hier meine komische Checkliste. Start with Engines Running. Ja, funktioniert. Es gibt auch nicht irgendwelche Überraschungen hier mit Thrust Reverser oder so ein Quatsch. Alles ist gut. Oh, ist es ausnahmsweise mal das Flugzeug sogar fast ein bisschen zu leise. Daytime haben wir. Manufacturer haben wir. Things lying around. Nö, keine Sonnenbrillen, keine Landkarten, keine Headsets, keine Beifahrer. Schade, mag ich mir ganz gern so Krimskrams. Look of Panel. Ja, wie habe ich das mal so schön gesagt? Eine Symphonie in Grau. Aber so sieht es ja nun mal aus. Im Großen und Ganzen ist es eigentlich völlig richtig, weil das ist so ein typisches Cessna-Panel. Ja, auch dieser Grauton. Und es gibt schön viele Eieruhren. Das mag ich viel lieber als so G1000 oder sowas. Und ja, es sieht mir aber alles nicht abgewichst genug aus. Also auch hier die Hebel in der Mitte, ne? Die Gashebel und so weiter. Das sieht alles aus wie aus X-Plane 10 übernommen. Nun gut, es ist ein gratis Flugzeug, es ist ja serienmäßig mit dabei und ja, wir wissen ja, es ist aus X-Plane 10, von daher kann man nichts gegen sagen. Ich hab's halt immer gern, wenn es ein bisschen abgeranzt aussieht, wenn es abgeschraddelt ist und hier was kaputt und da ein bisschen was fehlt und naja, ne? Ist aber alles soweit okay. Resolution, mal gucken, haben wir hier irgendwo eine Auflösung? Da zum Beispiel. Ja, ist vollkommen okay. Ist also jetzt nicht unbedingt 4K, aber ist vollkommen in Ordnung, kann ich alles lesen. Man sieht hingegen hier bei dem Thermometer, ne, das soll Chrom sein hier. An solchen Stellen merkt man doch recht genau, dass das also eine Historie als X-Plane 10 Flugzeug hat. Was haben wir da oben? Ja, einen Himmel. Nun ja, er ist vorhanden. Sagen wir es mal so. Dann fliegen wir jetzt mal schnell los, weil ich brauche die Mühle ja für unterwegs in einer gewissen Höhe und es ist immer viel besser, wenn sich die Karre schon in Ruhe ausgependelt hat, wenn man loslegt. Haben wir denn noch connected hier? Ja, sieht fast so aus. Ich vergesse es ja jedes Mal, ne? Ja, das ist das typische Cessna-Quietschen. Es heißt Cessna, korrekt. Ich habe extra nachgeguckt. Es heißt Cessna und nicht Cessna. Ist ja ein Tscheche ursprünglich gewesen. Natürlich ein Amerika neben da, aber Fahrwerk rein. Klack. So, dann machen wir hier mal einfach Vertical Speed auf, ich bin mutig und sag mal 1000. Autopilot an, Vertical Speed an. Heading soll auf 50. Autotrottel. Ja, aber ein bisschen mehr, ne? Ja, komm, 150 soll reichen. Für unsere Zwecke auf jeden Fall. Wir steigen. Steigen wir? Ja, hat jetzt in der Kurve ein bisschen gebraucht, um zu begreifen, dass er steigen soll. Das ist auch wieder ein Punkt. Werden normale Data-Refs benutzt? Das heißt also, wie verhält sich der Autopilot? Kann ich schon mal vorab sagen, kommt auf meiner Checkliste ein bisschen tiefer, aber Autopilot verhält sich vorbildlich geradezu. Alles ist gut. Daytime, Things Lying on the Off Panel, One Resolution, Side Menu. Gibt es irgendwelche Side Menus? Nein, es ist ich habe mir mein eigenes Side Menu, darum geht es mir eigentlich nur. Ne? Wenn hier jetzt ein Side Menu auftaucht, dann kommen sich die beiden meistens in die Quere. Ist aber alles gut, ist ja auch ein Original. Brauchen wir jetzt nicht die Callouts. Ob es ein Laminar-Research-Flugzeug ist oder ob die einfach nur Fremdware zukaufen, weiß ich auch nicht. Throttle Behavior haben wir alles gemacht. Nighttime. Ja, dann gucken wir uns mal die Nighttime an. Ja, und es wird Nacht. Ja. Bis jetzt soweit alles einigermaßen zu erkennen. Ihr wisst, ich habe meinen eigenen Dingsbums hier zum Lichter an- und ausmachen. So wird auch
alles gleich auf Anschlag gedreht. So, das ist das Hellste, was ich jetzt hier hinkriege. Es kann immer sein, dass es irgendwo noch Data-Refs gibt, die nicht von meinem Monster-Schaltdings da... Oh, da ist der Mond. Guck mal. Betroffen werden. Hatten wir den Mond vorhin nicht schon mal? Ja, tatsächlich. Also heller als so wird es nicht. Also die Motorgeschichte ist eher nicht beleuchtet, würde ich mal sagen. Und ich kann ja mal eben gucken. Ich versuche mal eben hier den Jog wegzumachen. Ganz vorsichtig, dass ich ihn treffe. Ja. Dann gucken wir mal, ob es hier irgendwo liegt. Parking Brake, Defrost. Das ist die Zündung. Das sieht alles nicht nach Licht aus. Das sind alles nur Schalter. Aha, das ist Lighting hier. Drehe ich hier mal dran, ob so irgendwas passiert. Ein Inner- und ein Outer scheinbar. Nee. Also ein Panel-Light sehe ich jedenfalls nicht, das irgendwie Sub-Panel. Nee, also Panel-Lights scheinen irgendwie nicht großartig hier regelbar zu sein. Und dann ist das halt so. Man kann ja alles sehen, man kann es nur nicht sehr gut sehen. Also raus wieder, Tageslicht. Aber auch hier muss man wieder sagen, es ist gratis mit dabei, das Flugzeug. Also wir haben kein extra Geld bezahlt, alles ist gut. Dann hüpfen wir jetzt mal nach draußen und gaffen ein bisschen. Es geht ja auch ums Angucken in dem Video. Ist gerade ein bisschen so tief geraten, ne? Genau, einmal hin und her, dann wird der Mittelpunkt wieder resettet. Apropos resettet, 30 Frames per Second, ist absolut Standard, alles in Ordnung. Nighttime Instrument, Daytime, Standard Autopilot. Ja, Standard Autopilot habe ich schon erzählt, alles gut, der Autopilot tut genau das, was er soll, er pilotet Auto. Ja, hier haben wir wieder so ein bisschen Offset. Das kann auch damit zusammenhängen, dass dieses Flugzeug einen etwas älteren Autopiloten hat. Da gibt es ja mehrere zur Auswahl, die man in die Geräte jeweils einbauen kann, über den Planemaker. Und bei so einer alten Maschine, da ist noch nicht zwingend GPS mit im Spiel. Ja, wir fliegen einmal rundherum, gucken interessiert durch die Fenster hindurch. Es gibt einen Piloten, den wir dann nochmal zu sehen kriegen. Hoffe ich. Von außen sieht das Flugzeug so ein bisschen, ja, ne, ein bisschen staubig, ein bisschen angeranzt aus, finde ich ganz gut, mag ich. Die Auflösung ist nicht überall perfekt, aber das ist eben halt bei älteren Flugzeugen so. Auch wenn ihr ein echtes Flugzeug seht, wenn das alt ist, ist die Auflösung auch nicht mehr so, die wirkt man immer unscharf. Ja, ein sehr prollig aussehender Pilot mit Pilotenbrille, natürlich dunkel und irgendwie teurer Lederjacke und so weiter. Show off! Oh, die Höhe stimmt aber so gar nicht, ne? Na, kann ich jetzt nicht korrigieren. Deswegen wirkt auch der Boden etwas komisch. Wir stecken im Flugzeug fest, schnell einmal C und nochmal C. So, da sollten wir eigentlich sein. Da kann man den Proll am Steuer nochmal sehen. Ja, jetzt dreh ich mal. Habe ich vergessen, die Zielhöhe einzugeben? Muss ich wohl, ne? Dann haben wir das Ding ja von allen Seiten gesehen, haben alles geklärt. Dann danke ich euch mal wieder fürs Hereingaffen und wünsche euch alles, was mir auch wünscht. Ich habe die Battle-Orgie wieder vergessen, ne? Die soll eigentlich zu Anfang kommen. Aber jetzt mache ich es halt einfach hier. So. Und natürlich ganz wichtig immer den hier, weil manche Leute gucken sich das Ganze im Viewport an. Also im ganz Kleinen. Und das ist irgendwie gar nicht mal so der Sinn der Sache. So, danke fürs Reingucken und ich hoffe, euch beim nächsten Mal wieder dabei zu haben.